In den USA zieht der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein weitere Kreise. Über Jahre soll er Frauen sexuell bedrängt und belästigt haben. Immer mehr gehen jetzt mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit, unter ihnen auch prominente Schauspielerinnen. In Los Angeles berät heute die Oscar-Akademie, deren Mitglied Weinstein bisher ist, über Konsequenzen. Harvey Weinstein, einer der erfolgreichsten Hollywood-Produzenten aller Zeiten. 81 Oscars gingen an Filme, die von ihm mitproduziert wurden, einer davon an ihn persönlich. Ihm wird vorgeworfen, zahlreiche Frauen sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Fast täglich melden sich neue mutmaßliche Opfer zu Wort. Ich war entsetzt und verängstigt. Weinstein konnte einem Angst machen. Auch international bekannte Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow beschuldigen Weinstein der sexuellen Belästigung. Er selbst entschuldigt sich. Sein Verhalten gegenüber Kolleginnen habe viel Schmerz verursacht. Weinstein bestreitet allerdings die Vergewaltigungsvorwürfe. Inzwischen wird gegen ihn ermittelt. Aus seiner Firma wurde er entlassen. In den USA fragt man sich, warum die Vorwürfe erst jetzt öffentlich werden, denn hinter den Kulissen Hollywoods waren sie offenbar schon lange bekannt. It was an open secret. Es war ein offenes Geheimnis. Bei Preisverleihungen und Talkshows sprach man zwischen den Zeilen über Weinstein und die Frauen. Referencing Harvey and women. Weinstein war einer der mächtigsten Männer Hollywoods. Seine Kontakte und sein Geld reichten bis in die Politik, wo er bei Demokraten wie Hillary Clinton als beliebter Spender galt. Sein Fall sei keine Ausnahme, meinen Experten. Men in power, especially in the United States. Mächtige Männer, besonders in den USA, in Institutionen, in Hollywood, in der Regierung, im Militär, nutzen sexuelle Belästigung als einen Weg, Frauen daran zu erinnern, dass sie ihnen verpflichtet sind. Die Oscar-Akademie berät zur Stunde über den möglichen Ausschluss Weinsteins und über die Aberkennung seines Oscars. Am sechsten Tag nach